Da sind sie von der Bühne und habe ich gesagt, sagt mal, ihr seid doch Country-Musiker, oder? Dann habe ich gesagt, ja, das hört man das nicht, hä? Ja, sag ich schon recht, ich habe mal eine Frage, ihr kennt euch doch aus. Wie viele Country-Musiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Dann hat er gesagt, was soll denn der sparen? Er hat gesagt, weißt du das nicht, oder? Sagt er, nein, wer soll das wissen? Sag ich, man braucht fünf. Aha. Ja, sag ich, einer wechselt die Glühbirne und die anderen vier singen noch drei Monate lang, wie gut die alte gewesen ist. Kommt ja überhaupt nicht lachen drüber. Deswegen haben wir den zweiten Spruch gleich gespart. Weil ich nämlich da gelacht hätte, hätte ich gesagt, weißt du, wie man Country-Musik rückwärts singt? Und dann hätte er gesagt, nein, dann hätte ich gesagt, ganz einfach. Der Text geht so. Du kommst aus dem Gefängnis raus, der Hund lebt wieder, die Frau ist auch wieder da. Hab ich mir gespart. Aber es gibt ja viele Geschichten über Musiker, gell? Und lustigerweise die meisten über Bassisten. Jetzt hört ihr sagen, was ist eine Geschichte über einen Bassisten? Also ein Klassiker ist der, kommt der Bassist zum Doktor, lasst sie untersuchen, sagt er, ich muss Ihnen eine schlechte Mitteilung machen, Sie haben nur noch 6 Wochen zu leben, sagt er, schön, und von was? Das ist eine klassische Bassistenstory. Das nächste, was man bei Bassisten generell unterstellen darf, sie sind hummelwild hinter den Frauen. Also es gibt fast keine Bassisten, die ihre Zeit auf der Bühne nicht damit verbringen, Blickkontakt zu Frauen herstellen. Und dann hat jeder seine eigene Technik, wie er da rankommt. Und ich habe lange Jahre mit einem gespielt, der hat immer dann den Mädels angeboten, er würde sie nach Haus fahren. Und dann hat er darauf spekuliert, wenn es dann bei einem Auto sitzt und der steht bei ihr vor der Wohnung, dann sagt er, mir kann doch noch ein bisschen schmusen und so. Hat aber nie funktioniert. Das heißt, einmal war er nah dran. Da hat er nämlich eine heimgefahren, dann hat er wieder gesagt, du, wir könnten noch ein bisschen im Auto schmusen. Dann hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht, da kennt mich jeder. Wenn er dann reinschaut, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann hat er geistesgegenwärtig eine Idee gehabt und hat gesagt, du, dann machen wir es doch so, legen wir uns unter das Auto und wenn einer kommt, sagen wir, wir richten die Kupplung. Dann hat sie gesagt, ja, das können wir machen. Also, sie legen sich unter das Auto und richten die Kupplung. Nach einer Zeit kommt tatsächlich einer und sagt, hey, sagt's mal, was macht's denn ihr da? Sagt sie, wir richten die Kupplung. Dann sagt der Gescheiter, weil er richtet die Bremse, weil das Auto steht schon da hinten. Ja. Und was, also, was das Interesse an der Weiblichkeit betrifft, sind Schlagzeuger auch nicht weniger. Also, ich habe einmal ein Gespräch zwischen dem Schlagzeuger und diesem Bassisten belauscht, wo der Schlagzeuger gesagt hat, okay, ich kriege jetzt mittlerweile Liebesbriefe in 4 Sprachen. Sagt der Bassist, das ist gar nichts, ich zahle mittlerweile Alimente in 8 Währungen. Ja. Aber ich muss jetzt zur Ehrenrettung sagen, nicht alle sind so. Einen kannte ich, der hat lang mit mir gespielt. Was Frauen betrifft, war das ein ganz ein braver und zurückhaltender Mensch, der hat dafür andere Spielerei gehabt. Seine Verehrung galt alten amerikanischen Amischlitten aus den 50er Jahren. Und da hat mir der, egal wo wir hingefahren sind, egal heim oder zum Auftritt, hat immer gesagt, Hansi, weißt du was, wenn wir mal so richtig berühmt sind und uns fällt das Geld aus der Tasche, dann kaufen wir so einen 57er Cadillac V8 Cabrio, fahren mit der durchgehenden Sitzbank, da sitze ich dann und fahre, neben mir zwei nette Mädel, hinten eine Kiste Shampoos im Kofferraum, das ist das Geilste, was es gibt, das Geilste, was es gibt, hat immer gesagt. Irgendwann haben wir gesagt, du, ich sag dir was. Ganz ehrlich, ich konnte ihm nichts abgewinnen, weil ich habe schon sehr früh die Erfahrung machen dürfen, dass man schöne Erlebnisse auch mit kleinen Fahrzeugen haben kann. Und ich meine jetzt nicht diesen alten Pimperl-Witz mit, lieber Gott, mach ihn krumm, dass ich aus dem Koko komme. Nein, 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 nein. Kennt man auch noch, steinalte Schote. Nein, ich habe einmal was erlebt, das werde ich nie vergessen. Ich habe einen Freund in der Nähe von Landshut. Und dieser Freund ist ein, sage ich mal, sehr skurriler Mensch. Vom Beruf ist er Deutschlehrer. Und zwar macht er Deutschkurse für Spätaussiedler an der Volkshochschule Landshut. Also hat er vor 30 Jahren gemacht, vor 25 Jahren. In seinem zivilen Leben ist er Sammler von alten rostigen Eisen, das er mal irgendein Fahrzeug war. Also Oldtimer, alles was irgendwie. Und seine Liebe galt ganz seltenen Fahrzeugen aus der ehemaligen Ostblock-Gegend.
Und da kamen seine Schüler frisch rüber und er hat ihnen gleich das Fahrmaterial übernommen, weil die wollten dann alle BMW, Opel, Ford haben und er hat dann die Trabant und solche Sachen übernommen. Und da hat er damals einen ganzen Stadel voll gehabt. So Anfang der 80er Jahre war das. Ne? Und ich war oft bei ihm draus und eine habe ich ihn wieder besucht. Und dann kriege ich einen Anruf und die sollte schnell nach München fahren. Da habe ich gesagt, du sag einmal, hast du auch ein Fahrzeug, mit dem man sich nicht schauen muss? Da hat der gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich sag dir, was hat er gesagt? Der Trabant ist so ein tolles Auto. Der hat eine Wahnsinnsbeschleunigung. Ne? Nimm ihn, fahr nach München, das wird dir gefallen. Das Einzige, was man aufpassen muss, ist die Schaltung. Die hacke ich gerne ein bisschen, aber sonst. Es wird dir gefallen. Fahr los. Da habe ich gesagt, ja, Moment, nicht so schnell. Ist der richtig zugelassen? Weil er selber hat gesagt, er fährt auch gern mit einem Butterstempel, wenn es pressiert. Ein Butterstempel wusste ich auch nicht, was das ist. Er hat gesagt, ja, du nimmst das silberne Butter, ein Wickelpapier, schneidest einen Adler aus, papst ihn aus, darf aus, man kein Mensch. In diesem Fall war aber alles richtig. Ich fahr los, ganz gemütlich fahre ich nach München, stehe dann in München an der Leopoldstraße in Schwabing an der ersten Ampel. Ampel ist rot und der Trabant im Leerlauf. Leerlauf, das heißt in dem Fall, das muss man sich so vorstellen, dass wenn man drin sitzt, als da einem knapp über den Kopf jemand eine mittelgroße Blechwanne voll Schraubenschlüssel schütteln. Das tut ungefähr so. Ich stehe an der Ampel, Trabant schüttelt vor sich hin. Stellt sich neben mich auf der mittleren Spur ein schwarzer Porsche Carrera hin. Auch im Leerlauf. Gut, der hat ein bisschen anders geklungen. Mehr so. Ich schaue so rüber und denke mir, hey, müssen das nicht mit dem Teufel zugehen, wenn man in Schwabing einen Porsche-Fahrer nicht für ein Ampelrennen rausfahren kann? Damit er merkt, was ich vorhab, habe ich halt einmal ein bisschen Gas gegeben. So. Hat ihn aber nicht sonderlich beeindruckt, weil der Porsche macht völlig unverändert. Ja, habe ich mir gedacht, vielleicht hat er es nicht gehört. Dann habe ich halt einmal kräftiger Gas gegeben. Dann macht es aus dem Porsche raus. Na, ich muss jetzt haben. Wenn sie jetzt grün wäre, ist er fertig. Habe ich mir gedacht, du lieber gleich den Gang rein, nicht, dass er jetzt geschalten hat. Und gib noch mal gut Gas, dass er Schwung hat. Ja, ich hatte Pole Position, die wollte ich mir nicht versauen. Gang rein, klack, hat es mir auch noch mal Gas gegeben. In dem Augenblick schaltet die Ampel von Rot auf Rot-Gelb. Neben mir war es. War er weg. Und ich habe mir gedacht, Scheiße, jetzt ist er zu früh losgefahren. Ja gut, dann hat es nicht mehr pressiert. Bin auch losgefahren, langsam natürlich, rechts abbogen. Dann kommt diese lange Linkskehre. Ne? Und wenn man die Linkskehre halber durch ist, sieht man ganz vorne an der Straße rechts ein Stück freies Gelände. An dem Tag war das nicht frei. Nein, da standen jede Menge grün-weißer Fahrzeuge. Grün gekleidete Menschen waren dabei. Und sie hatten ein bisschen Platz, darum haben sie sich gerade einen schwarzen Porsche Carrera zugelassen. Ich hab mir gedacht, ja, das kann ich verstehen. Die Münchner Polizei findet das nicht lustig, wenn einer mit dem Porsche mit 200 über die Ungarnstraße fährt. Ich war ja nicht dran, ich bin ja langsam näher gekommen, hab das also gesehen. Bisschen gebeten haben, aus dem Auto auszusteigen und dann ins Auto geschaut und Papiere nachgeschaut und befragt. Und als ich so auf gleicher Höhe war, schaut der ganz best zu mir rüber, so wie ich schuld war. Ich hab mir nichts anmerken lassen, hab beim Vorbeifahren freundlich rübergewunken und hab mir gedacht, siehst du das, Hansi? Jetzt hast du doch noch gewonnen.